So, Leute, weiter geht's. Pro-Team. Ja, ihr seht die Gesamtwertung. Richie Port, knapp eine Minute vor Dumoulin. Nibali, Froome, Vogelsang, Bardet, Quintana, Daniel Martin, Fabio Aru und Alberto Contador. So, ja, fahren wir weiter. Knapp die Hälfte haben wir geschafft. Ruhetag. Ja, das sieht ganz gut aus von den Einnahmen. So, jetzt haben wir mal wieder zwei flache Etappen. Wo nicht wirklich viel passiert. Fahren die nach dem Ruhetag zwei flache Etappen, sind wir eh ausgeruht. Können wir uns weiter ausruhen, beziehungsweise meine Fahrer. So, Alexander Christoph, natürlich. Greetings, ladies and gentlemen. Without any particular difficulty along the road, the sprinters won't hesitate to put their teammates to work. And there's little doubt that today's stage win will be fought out to the sprint. So, dann kriegt Wellens, na Quatsch, Thomas. Nee, Wellens, Port, Swift, Christoph, Thomas. Kann man versuchen, mit wegzugehen. We've got enough of a points lead for the polka dot jersey. There's no way we can lose it today. Keep it up. Whether on mountain stages or on hills, he's to be taken seriously as he climbs well. Robert Gesink is a very good puncher who's relatively at ease in the mountains. Okay, die Gruppe ist zumindest schon mal weg. 4 Minuten, 14 der Gesamtwertung sehe ich gerade. So, 6,5 Minuten weg. Ja, und es wird Tempo gemacht im Feld. Toll. Also die Ausreißer werden auf jeden Fall nicht durchkommen. Das kann man jetzt schon absehen. So, unter 5 Minuten der Vorsprung. Dann kommen noch ein paar kleine Hügel und die Sprintwertung. So, jetzt haben wir die Sprintwertung. Ach, wegen 8 Punkten sprinte ich dann auch nicht. So, noch 50 Kilometer. Boah, Thomas macht schon 90. Ist schon 95. Zwei Minuten noch. At the front, he's the best placed for the green jersey. We're 15 kilometers from the finish, and the peloton seems to have things well in hand. The sprinter's team should eat away the gap without too much difficulty to set up a mass sprint.
chases 1.5 minutes lead on the peloton. 6,2 Kilometer für die Ausreise. 5,8. Könnten durchkommen. Ja, schön, wenn die anderen jetzt nicht mehr sprinten könnten. Letzter Kilometer. Komm schon, das muss reichen für Thomas. Das reicht zum Sieg. Puh. So, jetzt lass mich nochmal schnell Christoph. Schon am Sprinten. Ach, zu spät umgeschalten. Keine Ahnung, von wie weit hinten er da sprintet hat. Aber Etappensieg aber trotzdem wieder, diesmal mit Thomas. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich gewinne hier, glaube ich, alles. Es wäre nochmal ein Ziel, alle Etappen zu gewinnen, aber das ist ein bisschen sehr schwer. So, speichern, Thomas, vor Gesing, Kangert, und dann, das fällt eine Minute dahinter. Da hat er doch Zeit gut gemacht. Ein Platz, 6,51. Port, Christoph, ja. Gut, wieder Etappensieg, weiter geht's. So, und die nächste flache Etappe nach Po. Und da versuchen wir doch jetzt mal zu sprinten mit Christoph. Sagan, Degenkolb und Christoph sogar unter den Favoriten. Sehr gut. So, natürlich Christoph. Hallo und willkommen zu allen. You just have to look at the profile to understand that the scenario this stage. So, dann mal los. Nächster Etappensieg, das Ziel. So, Thomas, jetzt kann er wieder Richie Port schützen. Zwift, Christoph. Schick mal wieder jemanden weg. Tim Wellens. So, naja, da haben wir, wenn wir wieder einen vorne dabei haben, ist ja gar nicht mal so schlecht. Wollen wir auf jeden Fall keine Führungsarbeit machen. So. His teammates
started the pursuit. No doubt aiming for a sprint finish. So, naja, morgen geht dann endlich die nächste Grand Tour los, die Spanien-Rundfahrt. Ich habe mir heute mal, oder beziehungsweise gestern schon auf Radsport-News mal die Favoriten angeschaut oder wer als Favoriten angesehen wird, durchgelesen. Bei Radsport-News hat natürlich Chris Froome 5 Sterne bekommen und Nibali 4 Sterne. Also Nibali, ja, der könnte durchaus eine gute Rolle mitspielen, weil der noch nicht so viel Rennen in den Beinen hat in diesem Jahr. Die Tour de France, also er hatte eine größere Pause. Ansonsten, ja, es gibt wirklich etliche Fabio Aru noch dabei. Ein Wilco Keldermann ist auch noch ganz gut eingestuft. Bin ich mal gespannt, ob der ein bisschen was schafft. The first 15 score points at the intermediate sprint. The first will pocket 20 points. Aber wir werden sehen. Spätestens Montag wissen wir, wer mit zu den Favoriten zu zählen ist. Da ist dann die schöne Bergetappe. So, Valens 3 Minuten 40 von. Auch Rafael Maika wird übrigens als Ziel eine Top 5 gesetzt. Also, mal gucken. Bin ich gespannt. Also, bei der Polen-Rundfahrt war er natürlich super in Form. Aber da muss man auch mal sehen, da hatte er Heimvorteil. Und da ist man immer noch mal ein Stück extra motivierter. Und ich denke, jetzt bei der Spanien-Rundfahrt werden die Spanier hochmotiviert sein. Und da werden wahrscheinlich ein paar Spanier vorne mitfahren. Tja, da werden sie durchkommen. Sie stand doch mal mit Valens fahren. Gucken, dass ich mit ihm vielleicht als Ausreißer hier noch was reisen kann. Das Hauptfeld 3,5 Minuten. Da passiert nichts mehr. So, schön Kraft sparen. Oh, der Gent ist ein harter Gegner. 5 Kilometer noch. Das wird eng.
Muss hoffen, dass sie nicht durchsprinten können. Scheiße. Uli, sie gewinnt. Nicht ganz geschafft. Naja, gut, okay. Kann nur nicht wirklich immer gewinnen, ey. So, 1,7. Ach, shit. So, ein paar Punkte geholt. Naja, war nicht so. Aber Ausreißer sind wieder durchgekommen. Das finde ich halt krass. Aber ich falsch daran, dass ich kein Tempo mache, wo ich das gelbe Trikot habe. Aber ist mir egal. So, hier haben wir wieder alles noch. Ja, Valens Vierter. Christoph Neunter. So. Hier bleibt alles beim Alten. Aber jetzt kommt eine schöne Etappe nach Peyragüt. Und schön lang mit 220 Kilometern. Also hier darf ich jetzt keine extrem schlechte Form haben mit Richie Port, dann sonst wird es richtig miese. Aber Favoriten sieht man schon. Port, Contador, Chris Froome. So, ja gut, von der Form normal, Bardet normale Form, Vogelsang ganz gute Form, das passt. Regieport. Greetings, ladies and gentlemen, with 220 kilometers on the program and the Col de Monte, Port de Balais, a pair of suit climbs packed into the last 7 kilometers, this Pyrenean stage is going to hurt more than one rider. So, jetzt schicken wir aber hier niemanden weg. Da schicken wir doch Yates weg. So. Gespannt, ob die Yates weglassen. Nicht wirklich. Doch jetzt schon, 3 Minuten. Especially as he takes short climbs in his stride and has no interest in waiting for the sprint, given his lack of pace. It's your teammate who's the most dangerous for the overall standings and the breakaway. Okay, haben doch weggelassen. 6,5 Minuten. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, es sind schon 10 Minuten sogar. Roglic ist dabei. The gap with the yellow jersey is melting away. The SKPs will have difficulties going all the way. So, ne, immer noch 9 Minuten 40. Here's the winner of the intermediate sprint.
So, erster Anstieg. Kategorie 2. Da machen wir noch nichts weiter. Col d'Isard. Der Vorsprung wird jetzt schon ganz schön schnell kleiner. 8 Minuten. Oh je, jetzt. Oh je, je. Ja, 6 Minuten. Col de Monte. Buchmann macht Tempo 100%. Navajo ist dabei, Tarame. So, vielleicht können wir mal ein paar hier abschütteln. Oh, wie sieht das Feld aus? Sieht noch gut aus. Noch bleiben alle dran. Da kommt Tarame, mach Tempo. Keiner lässt sich abschütteln. Fürs Feld kommt. Wie sieht's im Feld aus? Valence. So, noch 2,7 Kilometer, wir halt die 10 Punkte mir holen. Jetzt wird es im Feld nochmal schneller. So, 2 Kilometer noch.
So, jetzt muss ich hier gleich mal angreifen. Nein, ich hab's wieder. Boah, nee. So knapp. Gut, jetzt tun wir mal die auf ihr Richie Port wechseln, weil hier geht's auch ziemlich zur Sache. Valens habe ich schon was gegeben, Bargi. Thomas dürfte noch rüberkommen. Ja, Tempo ist wieder raus. So, jetzt ist mit 4 Fahrern von jetzt wieder 8. Okay. The breakaway is being reeled in. It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. So, und jetzt kommt gleich ein richtig schöner Anstieg. Da wird es richtig zur Sache gehen. Höchstwahrscheinlich. Porte Balles. Das Tempo ist jetzt nicht sonderlich hoch. Okay, Valens ist weg. Swift ist weg, Bargi ist bald weg. Thomas, soll nochmal Port schützen, bitte. Jetzt sieht noch ganz gut aus. Okay, Thomas will ich, dass der da bleibt noch. Puh, das wird jetzt eng. Ich muss gleich auf. Okay, ich muss jetzt wechseln. So, 800 Meter. Komm, Kategorie. Ah, Tarame ist halt so stark. Haben sie doch Probleme? Scheiße. Naja, 20 Punkte passt. We've got enough of a points lead for the polka dot jersey. There's no way we can lose it today. Keep it up.
So, jetzt gehen wir hier nochmal. Richie Port. Tja, Tempo ist wieder ganz gemütlich im Hauptfeld. Stört mich überhaupt nicht. Gut für Yates. Jupp. I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace. Könnte aber Gino ankommen. There are only 15 kilometers left for the lead riders, but what kilometers? With a cold of Perazud and the climb to the Perigord airfield, it would require. Jetzt sind wir in Perazud. Okay, jetzt müssen wir hier aber gucken. Es greifen hier einige an. Muss auf jeden Fall dabei bleiben. So, hier müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Gut. Ja, weil Werde kann fahren, Uran. So, wie sieht's bei Yates aus? Sieht noch gut aus. Wo sind meine anderen Fahrer? Bardet, Fuglsang, Thomas. Sind alle in der Gruppe Dumoulin drin, okay. From the top of Perazud to the finish in Perigord, almost all uphill. But if a rider goes over the top alone, he will probably have done the hardest part by breaking away and psychologically marking his opponents. He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standing. So, da sind wir wieder da. Was macht hinten Bardet? Und vorne Yates ist noch dabei. So, Gruppe Dumoulin wird wohl wieder rankommen. Dort hinten. Bardet, Fuglsang, Thomas. Ja, Bardet sieht noch gut aus und Fuglsang von der Kraft. Yates hat Probleme.
time to recover before the final climb. Don't give it all at the top. Gucken, ob er da noch ankommt. Gut. Ich muss gucken. G-Port. Okay, früh muss ich natürlich mitgehen. War D. Okay, I'm coming to protect you. So, Yates ist immer noch von dabei. Ich will jetzt hier wieder an Froome rankommen. Sehr gut. Jetzt hat Yates dann doch Probleme. Oh Gott, immer das Hin- und Her-Switchen, das macht's echt nicht gerade so einfach. Weißt du was? It's the start of the final climb. There are only 3 kilometers left, and one man is alone in the lead. With an average slope of over 8% and sections at more than 16%, this climb to Périgueux is a real ordeal, especially after more than 210 kilometers in the saddle. Today's winner will also pocket 5 points for the mountain classification. Okay, jetzt greift natürlich mal Froome an. Yates ist wieder aufgeschlossen nach ganz vorne. Alter, Froome. Es geht ab. Nochmal auf Yates schauen. Nee, muss er selber fahren, das ist mir jetzt Port wichtiger. Weil gleich geht's jetzt hier nach oben. Yates
Okay. So. Vor Froome reingekommen, passt. Bardet greift schon an, ja. So, Mann, also die Etappe hat es echt in sich. Die macht auch Spaß, weil man sich die Kraft gut einteilen muss. Weil der letzte Anstieg, der extrem steile Zielanstieg, hatte man ja gesehen bei der Tour, was da mit Froome passiert ist. Und das hat man auch hier gesehen, da kann man richtig Sekunden verlieren. So, also hier werden wahrscheinlich ein paar Fahrer aus der Zeit rausfallen. So, erstmal hier alle Trikots wieder. Speichern. Ach, Costa hat auch eine super Form, ey. Bin ja noch froh, dass sie jetzt so gut gefahren ist. Und Buchmann, toll. Ich meine, Buchmann ist ja hervorragend. So, vierter Port. Froome 10 Sekunden hinter mir. Tarame, Navarro, Morabito, Dan Martin, Aru, Bardet, Fuglsang. Thomas 29. Passt schon soweit. Gesamtwertung, ja. Port jetzt vor Froome 2,5 Minuten. Dumoulin hat verloren. 5. Fuglsang. 6. Bardet. Und Simon Yates setzt in den Top 10. 10. Richtig gut. 3 Plätze gut gemacht. Sehr, sehr stark. Thomas 14. Valens 20. Ja, 2,5 Minuten. Also wenn der ein Tor siegt, kann mir eigentlich schon keiner mehr nehmen. Ne, sind alle drin geblieben in der Zeit. Sehr gut. So, Simon Yates hat jetzt einen ja, ganz guten Vorsprung vor Costa. Grünes Trikot führt Richie Porte vor Christoph. Und weißes Trikot, 12 Minuten jetzt Simon Yates Vorsprung. 18 Minuten von Mindjes. Keine Ahnung, was der Mindjes macht. Und hier sieht es auch super aus. Ja, es bleibt weiter alles perfekt. 4 Fahrer unter den Top 10. Ja, extrem starkes Team, sage ich da nur. Mal gucken, wie es weitergeht. Also, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.